Ja, Leute, seid mir gegrüßt. Ich bin's mal wieder in Licht und in Farbe und mit Heiligenschein. Computer, Küche aus. Und ich wollte einfach mal, das war übrigens nicht geplant, dass das Ding an ist, ist mir gerade nur aufgefallen beim Anmachen, warum ich vorher nicht drauf geachtet habe, frag mich nicht. Und zwar, ich finde es cool, dass die Kamera immer nachjustiert. Kann ich das einstellen? Teste ja gerade mit mir rum. Naja, kennt nicht. Egal. Whatever. Es gibt ja so ein paar Änderungen. Unter anderem für diese Woche. Darüber möchte ich mit euch sprechen. Und zum anderen gibt es halt schon mal eine, nennen wir es mal, Planungsschwierigkeit für die nächste Zeit. Unter anderem, wir fangen einfach mal von hinten an. Unter anderem natürlich jetzt, weil bei uns die Saison losgeht. Das heißt, ich kann arbeitszeittechnisch nicht abschätzen, wann ich zu Hause bin und vor allem an welchen Tagen ich wann zu Hause bin, ist folglich blöd. So, wir haben jetzt zum Beispiel knapp vor 18 Uhr und heute ist halt echt ein normaler Tag, weil ich um 16 Uhr Feierabend habe noch ein paar Sachen nach Arbeit machen können, eben ganz schnell, bin eben im Grunde aus der Dusche gekommen und das war's. So, im Moment geht's noch. Ihr werdet es merken, wenn es gar nicht mehr geht. Womit wir zum nächsten Punkt kommen, warum es diese Woche nicht geht. Und zwar habe ich, das können wir uns vielleicht gleich auch noch anschauen, und zwar habe ich meinen PC auseinandergeschraubt. Beziehungsweise ich war sehr unzufrieden mit dem vorherigen selbstgewerkelten. Und deswegen dachte ich mir, okay, es muss doch bestimmt irgendwie ein Wall-Mounted Case geben, das man auch an eine Wand schrauben kann. Und ich wurde fündig, tatsächlich. Ich finde es auch ziemlich cool. Es hat sich nur ein Problem eingeschlichen, das schauen wir uns jetzt vielleicht mal an. Und wir kommen zum Problem. Ihr seht, auf dem Prozessor fehlt irgendwas. So, ne? Übrigens ein Thermaltake-Gehäuse. Ja, ziemlich cool, da kommt noch eine Glasplatte vor. Ist ein ziemlich schweres Ding. Also ich war echt erstaunt, das Ganze wiegt mehr als das komplette Ding ausgebaut. Also ist halt echt schön Vollmetall. Finde ich super. Ich finde es super geil. Gefällt mir. Ich habe eine HDD halt als Style-Objekt außen rangepackt. Theoretisch könnte ich alle hinter dem Mainboard verbauen. Vielleicht ändere ich das nochmal um, weil die Kabel da unten schon ziemlich eng und geknickt werden. Aber gucken wir, egal. Das ist ja nicht das Thema. Und zwar, da fehlt was auf dem Prozessor. Richtig! Es ist die Wasserkühlung, denn meine Wasserkühlung hat sich als zu kurz erwiesen. Die müsste irgendwo... Ne, das ist sie nicht. Aber das ist tatsächlich, ich habe sie gefunden, neben dem Bügeleisen, voll stylisch. Da sind tatsächlich die Pipes einfach zu kurz. Voll beschissen. So, hier habe ich das Problem, den habe ich rausgekramt, das müsste der alte gewesen sein. War kurz davor, ihn anzubringen, fällt mir auf, fuck, dir fehlen irgendwelche Kontermuttern, die auf die Rückseite angeschraubt kommen. Nebenbei bemerkt eine ziemliche Wurstelei, wenn das Ding schon mal angeschraubt ist. Hätte ich vielleicht vorher aufbauen sollen, aber egal. Tollerweise, ja, so ist es halt bei mir. Ja, tollerweise. Passiert mir halt sowas immer, dass ich zuerst aufbaue und dann die Betriebsanleitung durchblättere und lese und mir denke so, da wird das ja angebracht. Und vorher mal gucke, ob das überhaupt noch so funktioniert und dann vielleicht auf den Trichter gekommen wäre. Schlecht. Hätte ich den PC zusammengebaut lassen können. So war ich an dem Punkt schon angekommen, wo ich das Ding tatsächlich fast so gut wie demontiert hatte. Das heißt, fast so gut, ich hatte es demontiert. Also das Mainboard war angeschraubt. Hier unten Netzteil war angeschraubt. Grafikkarte war schon angebracht. Soundboard lässt sich nicht anbringen, weil da hinten irgendwie ganz komisch verbogen ist. Also es muss so sein, es ist vom System aus, aber es ist trotzdem ganz komisch, weil ich das dann nicht wie vorgesehen anbringen kann, weil es dann einfach nicht drauf passt. Ganz komisch. Das auf jeden Fall. Ja, habe ich mir gedacht, so ja gut, Festplatten sind auch schon alle raus. Es lohnt sich nicht, hier jetzt tatsächlich nochmal alles zurückzubauen. Auch scheiße. Ja. Deswegen... Je nachdem, wie schnell der DHL Express ist, könnte das diese Woche gar kein Stream geben, weil ja der neue
Lüfter bzw. die neue Wasserkühlung noch unterwegs ist. Yay! Voll toll. Ja, und das ist im Grunde die Info, die ich euch mitgeben will. So ist der Stand der Dinge. So ist es derzeit. Und wir werden wieder sehen, wie sich das entwickelt. Kleine Anmerkung noch am Rande. Wer hat mit Croftopia angefangen? Ich habe aber keine Ahnung, ob der Barris das jemals wieder fortsetzen wird. Ich hatte gerade angefangen, Gefallen daran zu finden, wo ich mir vorher dachte, so, okay, ein bisschen komisch. Jetzt will ich spielen, jetzt will er nicht mehr. Sad, das heißt, es kommt wahrscheinlich donnerstags jetzt irgendwas Neues. Jetzt habe ich mir Rough gekauft. Wahrscheinlich spielen wir nächste Woche oder wann auch immer gar kein Rough mehr, weil er keinen Bock mehr drauf hat. Barrett, sad story, Mann, sad story. Ja. Janala. Das ist meins. Das ist meins. Meins. Ja, ist so. Ja, sei nicht beleidigt. Mit Helly im Total War bleibt so bestehen. Wir werden aber wahrscheinlich auch nochmal einen anderen Teil anfangen. Ich fände es ganz interessant, mit ihm tatsächlich Thrones of Britannia zu machen. Reik, ich hab's im Kopf mit der Challenge. Aber wir hatten da ja drüber gesprochen und es bringt gerade bei Helly und mir wahrscheinlich jetzt nicht so wirklich viel, da noch irgendeine Challenge dort zu machen. Aber da kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist. Ansonsten, Otonien ist gerade tatsächlich auch ziemlich schwierig. Na, hörst du auf, hier hoch zu springen? Nala, nein. Nein. Meine Güte. So, mit Otonien ist ein bisschen schwierig tatsächlich, weil Zeit. Also wenn ich in einer Woche dann mal dazu komme, gerade mal 2 Stunden Otonien zu investieren, ist mir das für ein RP tatsächlich ultra wenig, weil ich natürlich auch gerade noch, ich baue ja gerne, ich hänge ja gerade mit meinen Bauprojekten noch so ein bisschen hinten dran, wobei sich ein bisschen auch was geändert hatte, also ein paar Sachen werde ich auch gar nicht mehr machen. Auch aus der RP-Situation heraus. Ansonsten sind wir ja gerade bei Staffel 2 mit einem neuen Charakter, der bisher, glaube ich, erst eine Folge genießen durfte, der auftrat, meine ich zumindest, oder 2. Und mehr war das ja im Grunde noch nicht. So. Ist halt, wie gesagt, ein bisschen blöd, weil nur 2 Stunden in einer Woche, ist, klar, ich bin super gerne da, so ist es nicht, aber es lohnt nicht. So, ich werde deshalb wahrscheinlich erstmal für die Zeit der Saison, wo ich nicht so viel Zeit habe, Otonien als Stream pausieren, weiterhin aber auf Otonien aktiv bleiben. Ja, also aufgeben werde ich das nicht. Und ja, dann werden wir sehen, ob dann vielleicht ab Anfang, Mitte Dezember wieder hoffentlich ein bisschen mehr Zeit frei wird, wo ich dann sagen kann, so ja, okay, können wir jetzt mal wieder ein bisschen mehr Otonien investieren. Unterdrückt. Oder aber, ob es bis Januar dauert. Aber ab Januar denke ich erstmal auf jeden Fall wieder, bis dann die Frühjahrssaison kommt. Dann wird es vielleicht wieder ein bisschen knapp und es wird gegeizt. Baloo, nicht auf die Anrichte. Nein. Jetzt weißt du, wer der Herr im Haus ist. Genau. Das zu Otonien, das sind ja auch eigentlich meine 3 Sachen, die ich habe. Ultra gerne würde ich tatsächlich wieder mal Star Trek Bridge Crew zocken. Das wäre aber für einen Freitag vorgesehen. Diese Woche geht es ja sowieso wahrscheinlich erstmal nicht. Oder ansonsten müssen wir sehen, wann da wieder Zeit für ist. Weil bei uns jetzt auch leider die Samstagsarbeit wieder anfängt. Das heißt, lange Freitags ist auch sowieso nicht drin, weil samstags wieder aufstehen. Kurz. Aber was willst du machen? Ist halt so. Ich hasse es, samstags aufzustehen, um zu arbeiten. Das ist eines der ekligsten Gefühle, die es gibt. Können Schüler nicht nachvollziehen, aber es ist eines der ekligsten Gefühle, die es gibt. Samstags morgens um 6.30 Uhr oder wann auch immer geweckt zu werden und sich zu denken, fuck you. Fuck you. Wie gern würde ich jetzt einfach liegen bleiben und einfach nicht hingehen. Es ist halt leider so, es ist Wochenende. Die 2 freien Tage in der Woche. Da werden 1,5 draus. Das ist so scheiße. So. Aber so ist das Leben. Ne? Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Und das Leben ist kein Ponyschlecken.
In dem Sinne, ich wünsche euch erstmal noch eine schöne Woche, schönen Tag, was davon noch übrig ist. Und wir sehen uns dann vielleicht demnächst in Kürze irgendwann in Bälde und wir sehen ja, wie es läuft, ne? So, ich merke gerade, der Winkel ist ultra scheiße, deswegen justiert das Ding auch die ganze Zeit nach, ne? So, ändere ich jetzt aber auch nicht mehr. Ja, von mir war es das. Hören und sehen uns hoffentlich. Habt ihr 10 Minuten überschritten. Endlich monetarisieren, wird manch einer sagen. Bis ich dann wieder sage, ich darf gar nicht monetarisieren. In dem Sinne, macht's gut und genießt eure Zeit. Und eure Quarantäne. Ihr kennt das ja.